Puh, durchatmen. Bayern bezwingt Bamberg, gleicht aus 2:2, steht es in der Playoff-Halbfinalserie. Die Entscheidung, damit vertagt, alles wieder offen. Jetzt aber genug der Worthülsen, rein in die Partie, in der Bamberg zu Beginn das Heft in der Hand hat. Jared Ford für 3 und dann kurz danach Alex Renfrow artistisch zum 2:5. Schluss damit, Desmond Green wie Weiland gegen Dwayne Wade, Monsterblock des Defensivspezialisten. Und nun die Hausherren im Spiel, Bamberg mit Fehlern, Jared Ford verstopft. Die Gäste lassen einiges liegen, die Münchner kommen langsam ran, Robin Benzing. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, darauf ein kräftiger Schluck aus der Pulle und weiter geht's mit dem, das darf man schon mal verraten, Man of the Match, Jotam Halperin, der dem Spiel jetzt seinen Stempel aufdrückt. 14:12 und kurz danach noch einmal der Kapitän der israelischen Nationalmannschaft für 3, 100% von draußen. Tja, und wenn's mal läuft, den genießen wir jetzt in Ruhe. Wahnsinnskorb. Bayern geht mit 28:17 ins zweite Viertel und wieder Halperin, Slalom durch die Bamberger Hintermannschaft. Drangphase der Gastgeber. Die Rebounds bei den Münchnern sowie das Spiel an sich. Bayern den Tick wacher, mehr im Moment. Stil Halperin. Brandon Thomas mit den Punkten 35:23. Bamberg im Gegenzug muss sich Chancen erarbeiten, viel für freie Wurfmöglichkeiten investieren, weite Wege gehen. Die Uhr läuft runter, der Wurf nicht ideal. Dann werden die Gäste, Philipp Neumann, an die Linie geschickt. Resultat, viel Aufwand, ein Punkt. Kosten nutzen effizienter macht es da Brandon Thomas. Freistehen, Ballfang, werfen, 3 Punkte, Strich drunter. Nun nimmt aber auch Bamberg mehr Dreier. Jared Ford mit seinem zweiten erfolgreichen Distanzwurf und Sekunden später Casey Jacobson 43:36. Hoppla, das ist ja noch gar nicht rum. Aber zum Pausentee gibt's ja die 43:36 Führung und damit ein kleines Polster. Aber hey, das sind die Playoffs und die haben ja ihre eigenen Regeln. Auf einmal wittert Bamberg Morgenluft. Mike Zirbes, erstes Viertel, 0 Punkte. Mit dem Zug zum Korb, das Foul nimmt er noch mit. Den Freiwurf verwandelt er ebenso. Chris Fleming hatte in der Halbzeit offensichtlich die richtigen Worte gefunden. Goldsberry für 3. Aber postwendend die Antwort von Desmond Green. 48:42, das Spiel geht jetzt an die Linie. Viele Freiwürfe, die Führung wechselt hin und her. Bamberg mit diesem Korb einen in Front und die Gästefans skandieren. Jetzt geht's los. Tatsächlich, Bamberg legt los. Wieder Mike Zirbes mit den Zählern. 59:67. Aber Gott sei Dank hat Bayern ja einen Jotam Halperin in seinen Reihen. 63:67. Noch ist die Messe hier nicht gelesen. Jetzt gilt's, letzte Reserven mobilisieren. Die nächsten Punkte von, na, raten Sie mit? Logisch, Jotam Halperin, 65:69, noch 4. Und jetzt heißt es einmal mehr All Eyes on Tyrese Rice. Der Mann ohne Nerven, aber mit Stirnband legt jetzt alle Hemmungen ab und richtig los. Dreier Rice und dann Dreier Rice, das Viertel, damit das Spiel gedreht. Es steht 73:69, mein lieber Scholli. Ist der cool und abgezockt. So, wie machen wir jetzt weiter? Genau, hinten nichts zulassen. Und vorne spielen wir die Bamberger aus. Ja, klingt ganz gut. Steffen Hamann mit den Punkten. Und auch wenn Bostian Nachbar noch einmal scored, das Spiel entscheiden die Bayern mit 80:71 für sich und fahren am Donnerstag zur Entscheidung zum Spiel 5 nach Bamberg in die Stechert Arena. Basketball-Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?